Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Und heute ist mal wieder Zeit für eine Empfehlungsliste, in der ich versuche möglichst kurz euch 5 Titel zu einem bestimmten Bereich, zu einer bestimmten Mechanik, auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren, wie auch immer, zu empfehlen und euch etwas darüber zu erzählen. Und heute haben wir 5 Titel, die Zwei-Personen-Koop-Spiele sind. Zwei-Personen-Spiele sind natürlich vor allem seit der Corona-Zeit, wo man teilweise ja nur alleine zu Hause oder zu zweit sein durfte, sehr beliebt geworden. Und mir ist bewusst, manche davon habe ich noch gar nicht gespielt. Ein Fog of Love zum Beispiel, ein klassisches Zwei-Personen-Spiel, was vor allem dafür konzipiert ist. Und das ist auch so ein bisschen die Grundlage, von der wir oder auf der wir jetzt gleich reden wollen, nämlich, dass es Spiele sind, die ich jetzt vor allem rausgesucht habe. Und 4 der 5, die ich heute auch habe, sind Spiele, die nur zu zweit gespielt werden können. Also nicht mit mehr Leuten kooperativ. Solo geht manchmal noch, aber nicht mit mehr als 2 Personen kooperativ. Wie gesagt, die habe ich danach halt, wie gesagt, ausgewählt heute. Ein Titel ist dabei, ja, da brauchen wir mindestens 2 für. Er ist vom Titel her auch für 2 ausgelegt, aber man kann ihn auch mit mehr spielen und ich bin sogar der Meinung, es wird sogar teilweise noch besser, das ganze Ding. Wir haben Dinger unterschiedlichster Komplexität auch mit dabei, sodass ich sagen würde, legen wir los. Und fangen wir mit dem ersten Titel an, den ich hier vor allem nenne, weil der mich auf die Idee gebracht hat, das zu machen. Diese Empfehlungslisten, oft da gibt es Input von euch. Also ihr könnt gerne mal sagen, oh, das würde mich interessieren vom Thema der Spielmechanik. Haut's rein in die Kommentare. Hier war es so gewesen, ich habe ein Zwei-Personen-Koop-Spiel gespielt und war sehr angetan davon und habe überlegt, okay, Zwei-Personen-Koop-Spiele, ich weiß, viele meiner Zuschauerinnen und Zuschauer spielen auch klassischerweise zu zweit, sind also ganz besonders oft an Spielen interessiert, ob die auch zu zweit gut funktionieren. Und ich sage, okay, machst du mal eine Liste mit 5 Titeln, die du empfehlen kannst. Und dieser Titel war die Ruinen von Arnak, die verschollene Expedition, die macht dieses Spiel nämlich kooperativ. Und ja, um was geht's in diesem Spiel? Wir haben ein Abenteuerspiel, spielmechanisch haben wir ein Deckbuilding-Spiel, das heißt, wir kaufen im Zuge des Spiels Karten und setzen die mit ein. Wir haben aber auch ein Kampagnenspiel, wobei man auch ganz klar sagen muss, man könnte auch so ein Szenario einzeln für sich spielen, wenn man die mal durchgespielt hat. Aber ihr habt eine Kampagne, die sich entwickelt, ihr nehmt ein bisschen auch Karten mit, ihr schaltet neue Karten frei. Ja, also auch ein kleines Kampagnenspiel von insgesamt 6 Missionen. Die zweite große Spielmechanik neben dem Deckbuilding ist das Worker Placement. Das heißt, ihr setzt Arbeiter ein, in der Regel habt ihr 2, und könnt damit verschiedene Aktionen machen, die euch zur Verfügung stehen. Also wir haben hier ein Eurogame. Warum ist es zu zweit eine tolle Spielerfahrung? Ich finde es eine ganz tolle Abenteuererfahrung so als Spiel. Es gibt ganz viele Synergien, ganz viele Strategiemöglichkeiten in diesem Spiel, wie man herangehen kann und wie man halt die Schwerpunkte legen kann, was man wann zu welcher Zeit machen möchte und wer sich um was kümmert, wenn es verschiedene Aufgaben gibt. Das Spiel trumpft eher weniger auf bei der großen Kooperation. Im Großen Sinn, ihr könnt Ressourcen miteinander tauschen. Das ist über so eine gefühlte Brieftaube möglich, aber auch sehr eingeschränkt. Das heißt, es spielt schon jeder sehr stark für sich und versucht, die Ziele zu erfüllen. Ihr macht Absprachen, wer an welchen Ort geht, wer welche Karten kauft. Ja, das macht ihr, wer welche Karteneffekte nutzt. Aber es ist eher weniger ein Spiel für euch, wenn ihr sagt, ich will jetzt den einen Titel, in dem wir ganz viel Kooperation miteinander haben. Da kommen wir gleich zu anderen Titeln, die deutlich mehr Kooperation direkter Form, kann man so sagen, von euch verlangen. Aber ansonsten, das kompetitive Spiel erfreut sich ja auch großer Beliebtheit, das funktioniert auch sehr gut. Wenn ihr jetzt aber kooperativ zur Zeit spielen wollt, habt ihr hier eine Kampagne. Das ist mit Abstrichen das einzige Spiel gerade von denen, die ich jetzt hier mit habe, die so etwas bietet, wo ihr eine Progression habt, wo ihr euch entwickelt und wo nach und nach, und das ist auch ganz spannend, sich das Spiel immer wieder verändert von seinen Regeln. Nicht allzu komplex, aber immer wieder kleine Regeln, Veränderungen auf den Spielwert reinkommen, die auch den einen oder anderen Aha-Effekt mitbieten. So, das nächste Ding ist auch ein Crowdfunding-Projekt gewesen, daher wieder eher ein Spiel, wo man schwerer rankommt. Ich weiß, ist manchmal doof, aber ich möchte trotzdem auch über diese Spiele sprechen, die jetzt jenseits des Hypes und des Retail-Marktes möglich sind. Und ich sage mal, oft gibt es ja einen Sekundärmarkt oder hier auch bald oder aktuell noch eine neue Kampagne. Nämlich die Rede ist von Skytier Horde. Das ist die große neue Big Box, die ist jetzt gerade angekommen. Auch ein cooles Artwork, wie ich finde. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel. Ihr könnt es solo spielen, zu zweit kooperativ oder zu dritt einer gegen die anderen beiden. Aber es ist im Kern ist es entwickelt worden für 2 Personen, Koop oder halt solo. Das Spiel ist etwas für euch, wenn ihr etwas für diese Kampf-Battle-Spiele mögt, wie eine Magic oder ein Hearthstone, wenn man die Digital-Variante nehmen möchte. Oder wie ich sehr gemocht habe auf dem PC, ist Elder Scrolls Legends.
Denn wir spielen hier klassisch diesen Kampf-Lanes. Ja? Also wir haben auch verschiedene Spalten, in der wir dann unsere Charaktere von, als Karten spielen, wo wir an Mana ausgehen. Also wie man das von diesen Spielen erkennt, aber halt nicht gegeneinander, sondern gegen verschiedene Gegner, Horden, die, gegen die wir kämpfen. Und dabei ist es auch ein ja, Castle-Defense-Spiel, denn ihr habt eine Burg, die die Monster zerstören wollen. Ihr wollt den Boss sozusagen, der Horde sozusagen vernichten. Ist ein sehr modulares Spiel, verschiedene Decks. Die Decks spielen sich sehr unterschiedlich von ihrem Schwerpunkt her. Und hier finde ich kooperativ sehr schön, kaum andere Regeln als das Solo-Spiel. Und ihr könnt euch hier unterstützen, indem ihr halt bestimmt, wer welche Lanes macht und wer sich um was genau kümmert. Das ist sehr gut umgesetzt in meinen Augen. Und wenn man die Regeln erstmal drauf hat, Achtung, ich habe ein Regelvideos zu Skytier Horde, Schleichwerbung, aber beachtet bitte, die haben an den Regeln ein bisschen was geändert. Ich habe die neue Variante noch nicht gespielt, muss ich noch machen, aber es ist nicht mehr up to date. Das Regelvideo werde ich wahrscheinlich irgendwann mal was zu machen müssen, mal gucken, wann ich dann zu komme. Genau, aber wenn ihr diese Art von Spiel mögt, dieses Battlen ja eigentlich gegensätzlich, dann ist es ein cooles Ding. Es hat so eine besondere Mechanik, wie ihr Karten zieht. Ihr zieht nicht klassisch Karten am Anfang jeder Runde nach. Ihr kriegt zwar euer Mana-Pool wieder zurück, aber die Karten zieht ihr nicht nach, beziehungsweise der Mana-Pool, das ist ganz geil, der variiert, je nachdem mit Gegner, was man Schwierigkeit und so wählt. Das ist cool gemacht. Aber ihr kriegt vor allem dann Karten, wenn ihr Gegner besiegt. Und das kann euch gewissermaßen ab und zu mal in eine Sackgasse führen, aber die habt ihr dann meist selbst verschuldet. Ne? Also es ist kein so einfaches Spiel, kann sehr herausfordernd sein, kann vielleicht am Anfang auch ein bisschen frustrierend an der einen oder anderen Stelle sein, weil es recht schwer ist. Ihr müsst gut mit eurem Deck arbeiten und mit den Karten, die ihr dort bekommt. Genau, mit der Erweiterung ist einiges dazugekommen und deshalb, hier gibt es jetzt, glaube ich, in der Erweiterung auch so einen Kampagnenmodus oder der soll jetzt noch kommen. Da hat mich noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Also ja, aber das Spiel ist eigentlich nicht als Kampagnenspiel ausgelegt, sondern als modulares Ding, in dem ihr euer Deck zusammenbaut. Und dann Gibi. Der nächste Titel ist einer, den ich noch nicht hier habe, aber bereits zweimal mitspielen durfte und er mir sehr gefallen hat. Und das ist ein Spiel, ne? Da müssen wir auch mal über den Massenmarkt reden. Auf dem Massenmarkt natürlich sehr beliebt ist und vielleicht mittlerweile schon als Spiel des Jahres gekürt wurde, nämlich Sky Team. Ihr seid Piloten, Pilot und Co-Pilot, die auf verschiedenen Flughäfen der Welt landen müssen. Ja, sie haben verschiedene Flughäfen mit dabei, mit unterschiedlichen Längen der der Landebahn etc. Und es geht eigentlich ums Landen, es geht ums Austarieren. Und dabei haben wir ein Würfelspiel mit geheimen Informationen. Jeder würfelt nämlich für sich. Deshalb das Spiel ist auch nicht solo spielbar. Ihr müsst es zu zweit spielen. Und mit diesen Würfeln, die setzt ihr dann ein, mit den Augenzahlen. Und je nach Augenzahlen, ja, kann es sein, dass ihr das Ding austarieren müsst. Ihr müsst die Landeklappen ausfahren. Also es ist echt cool umgesetzt, eigentlich in so einer Mechanik. Schritt für Schritt das, was Piloten alles berücksichtigen müssen, wenn sie zur Landung eingehen. Und es gibt viele Möglichkeiten, dieses Spiel insgesamt zu verlieren. Ja, also das ist etwas für euch, wenn ihr sagt, ihr wollt ein Spiel haben, in der ihr wirklich einander bedingt, ihr einander braucht, aber mit eingeschränkter Kommunikation, also ihr nicht über alles sprechen könnt und was vor allem darüber kommt, dass ihr halt immer wieder neue Herausforderungen sucht durch die echt vielen Flughäfen, die hier in dieser Box mit drin sind. Ich sag, Video habe ich auf dem Kanal noch nicht, mein Rätsel-Exemplar von Cosmos ist irgendwie abscheuen oder abhanden gekommen auf dem ersten Weg, die schicken mir jetzt eins nach, ist aber gerade out of print und wenn dann die neue Welle kommt, werde ich dann nochmal ein Video zu machen, vielleicht dann mit dem berühmten Spiel des Jahres Logo drauf, auf jeden Fall als nominiert ist, denn nominiert ist es zum Zeitpunkt, als ich dieses Video mache, auch und das kann ich gut verstehen. So, ein anderes kleines Ding, manche würden sagen, hoho, ein Partyspiel, Codenames Duet, ja, da ist schon der Duett-Charakter drin, Codenames ist allgemein ein cooles Deduktionsspiel, in dem es eigentlich kompetitiv gegeneinander geht. Man hat hier so Agentennamen liegen und die Agenten haben halt Decknamen wie Ausbruch, Murmel, Wolf, Schnabel oder Gewehr. Und kompetitiv ist es so, in jeder, es gibt halt zwei Teams und es gibt immer einen Wissenden, der weiß, welche Begriffe rausgesucht werden müssen. Dazu habt ihr, das haben sie ja leider nicht ausgebildet, so eine kleine Karte, die euch zeigt, welche die richtigen für euch sind. Und ihr müsst es halt schaffen, die zu finden vor den anderen. Und da gibt es auch immer so eine schwarze 8, also den Attentäter. Wenn der von einem benannt wird, dann habt ihr das Spiel verloren. Das läuft immer darüber, dass ihr euch ein Wort überlegen müsst, was die anderen beschreibt. Es darf natürlich nicht das gleiche wie ihr sein, auch nicht im Wortstamm. Und dann eine Zahl dazu sagt, denn zu wie vielen Leuten passt denn dieses Wort? Und dann müssen eure Teammitglieder überlegen, wie viel sie umdrehen. Das Spiel hat für mich ein Manko, denn das ist noch die kleine Variante. Es gibt auch eine XL-Variante. Die Karten sind doch recht klein. Und wenn ihr das mit mehr als 6 Leuten gespielt habt, was ja jetzt
einer ist ja der Wissen, da fällt einer raus pro Team, dann haben wir noch zwei, die raten, also was ja nicht so ganz unüblich ist, dann wurde es doch ein bisschen unübersichtlich. Und ein Manko der kompetitiven Variante war, dass es wirklich eine große Downtime geben konnte, denn einer musste sich halt ein Wort überlegen und das war teilweise oder ist teilweise gar nicht so einfach. Codenames die Ad übernimmt diese Aufgabe ein bisschen raus, denn hier spielt ihr gemeinsam. Jeder hat auf seiner Seite halt die Leute sehen, also jeder muss erklären und gleichzeitig immer wieder raten, man ist abwechselnd dran. Und das funktioniert zu zweit sehr schön, aber noch viel besser, finde ich, mit 2 bis 3 Leuten pro Team. Denn dann überlegen mehrere Leute und dieses Downtime-Problem wird gelöst. Aber wir haben es auch schon viel zu zweit gespielt, ist auch ein sehr schönes, deduktives Zwei-Personen-Spiel. Davon gibt es auch nicht so viele, klassischerweise auf dem Markt. So, und das letzte Ding ist nochmal ein fetter Brocken, ein großer Kickstarter, wo es irgendwann ein Reprint geben wird, wo auch der kooperative Modus ausgebaut wird. Ein schwerer Brocken, nämlich Utopia. Ja, auch ein Kickstarter gewesen, hatte ich als Review-Copy auch bekommen. Ist etwas für Fans von Doctor Who, denn wir befinden uns in so einem Zeitreise-Thema, in der wir durch die Zeit reisen, Leute anwerben und dann versuchen halt, unsere Aufgabe zu erfüllen. Funktioniert kooperativ zu zweit richtig gut, ist aber wirklich auch ein intensives Spiel, dauert einiges an Zeit, bis ihr das runterbrecht. Ist superwertig produziert hier mit Pokerchips, dadurch auch echt ein schweres Teil. Ich habe ein Regelvideo auf dem Kanal gemacht dazu und auch eine Review Anfang des Jahres bzw. Ende letzten Jahres. Ja, also es ist als Titel, muss euch bewusst sein, ihr seid also von Regeln, das ist ein deutsches Regelheft mit dabei. Ja, die Regeln könnten an einer oder anderen Stelle noch ein bisschen präziser oder genauer sein. Hat einen schönen Humorfaktor mit diesen verschiedenen Charakteren, die unterschiedlich eingesetzt werden können. Und was noch ein Punkt ist, der euch bewusst sein muss, der Upkeep. Denn die KI spielt gewissermaßen auch mit. Es ist bei Eurogame auch so, man macht verschiedene Aktionen an verschiedenen Orten. Man kann sich gegenseitig die auch wegnehmen. Und das macht die KI erstaunlich gut. Also erstaunlich gut ärgert sie euch und nimmt euch meist das weg, was euch gerade am meisten wichtig ist oder so. Also das funktioniert sehr gut. Aber dadurch habt ihr auch einen ganz schönen Upkeep. Also als wir es zu zweit gespielt haben, Heiko hat mitgespielt, habe ich die beiden KIs gemacht. Und das war schon ganz schön Arbeit. Er hat gesagt, für ihn war es entspannt, war eine coole Erfahrung. Für mich war es auch eine coole Erfahrung, aber ist schon ein bisschen Arbeit mit dabei. Aber wenn ihr ein Eurogame sucht, für 2 Personen, was schon dann durch die Komplexität an der einen oder anderen Stelle mit den Regeln, durch die ganzen Symbole, wo ihr immer mal wieder nachgucken müsst, was die bedeuten, denn das Spielmaterial ist in weiten Teilen sprachneutral. Wenn ihr euch da kämpfen wollt und dann vielleicht schon fast in diesen Expertenspielbereich reingeht und da ein 2-Personen-Spiel sucht, dann muss ich sagen, ist Utopia echt eine Empfehlung wert. Und ich glaube, auf dem Sekundärmarkt hat man da auch gute Chancen, an das Grundspiel zu kommen. Der Entwickler hat mir aber geschrieben, er will irgendwann noch eine neue Kampagne machen und dann wird dieses kooperative Modul, weil das doch sehr gut angekommen ist und ich kann es sehr gut verstehen, dass das noch ein bisschen ausgebaut wird. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf und werde dann zu Utopia mit großer Sicherheit auch wieder zurückkehren. Gut, wir sind bei knapp 13 Minuten, also habe ich doch die 2 Minuten pro Spiel doch fast gut eingehalten, aufgerundet mit Anfangsrede, mit Endrede. Passt also im Großen und Ganzen. Ich hoffe, euch gefällt nach wie vor dieses Format, in dem ich möglichst kurz über ein paar Titel sprechen möchte, die ich in einem bestimmten Genre empfehlenswert finde. Wenn ihr irgendwelche anderen Empfehlungslisten noch ganz spannend finden würdet, haut's rein in die Kommentare. Ich habe letztens Weihnachtsliste war es und was war es noch? Weihnachtsspiele und es war noch was Zweites. Ich habe es mir notiert. Aber ja, gebt mir gerne das Feedback, weil dann weiß ich, okay, das interessiert euch und damit gewinnen die Videos natürlich nochmal eine zusätzliche Relevanz. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.